keiner hätte gedacht, dass das so ein Trip wird, Brennan. Keiner. Hier kriegen Menschen gerade Nervenzahnbrücken rein. Ich hatte noch nie so eine schlechte Anreise gefangen. Noch nie. Das ist wirklich Horror. Ich glaube, wir werden unseren Anschlussflug verpassen aus Istanbul. Baby girl, love my bop and unlike me too. No roof on my top and my babe see through. Jetzt endlich auf dem Weg in den Flieger. Der Flieger sollte 5 Stunden Verspätung haben aufgrund der Wetterlage in Istanbul wegen dem Schnee. Jetzt haben wir über 2 Stunden Verspätung, sind jetzt also endlich im Flieger. Ich glaube, wir werden unseren Anschlussflug verpassen aus Istanbul. Mal gucken, wie es dann weitergeht. Wir sind gespannt, aber wir sind jetzt froh, erstmal im Flieger zu sein. Professor, ja, dann ist von der Nachtschicht gekommen, Leute. Er hat 2 Stunden geschlafen. Du hättest locker einfach ausschlafen können zu Hause, hätten wir das gewusst. Im dunklen Flieger sitzen wegen eines technischen Defektes. So ein Fail. Leute, wir sollten um 13.40 Uhr abfliegen. Es ist jetzt 18.20 Uhr oder so und wir fliegen hoffentlich gleich los. Wir wurden ja um 16 Uhr in den Flieger gelassen, aber es ist inzwischen nach 18 Uhr. Wir versuchen jetzt zu schauen, ob unser Flieger vielleicht doch nicht geflogen ist, Leute. So eine Katastrophe, Freunde. Wir müssen jetzt dieser Dame folgen. Sie begleitet uns jetzt zum Hotel. Irgendein Hotel hier, glaube ich, oder keine Ahnung wo. Ja, das ist so eine Pegasus-Mitarbeiterin. Wir gucken jetzt, was jetzt Sache ist. Wir haben hier gerade diesen Hotel-Desk gesucht. Da ist er. Und das ist die Schlange. Und die geht noch bis da hinten weiter. Geil. Da haben wohl einige ihren Flug verpasst. Alle Leute brauchen ein Hotel. Was ist das für ein Stress, den wir gerade haben, Freunde? So was habe ich wirklich noch nie erlebt. Aber wir haben jetzt gratis Wasser bekommen. Hauptsache, wir sind gesund. Ja, ja. Eine. Das ist das Wichtigste, Freunde. Hier kriegen Menschen gerade Nervenzahnbrücken rein. Das ist unglaublich, was hier los ist. Leute, wir haben es geschafft. Die Leute quetschen sich durch. Die stehen an der Scheibe. Hier geht die Schlange weiter. Und dann um die Kurve, die ich vorhin aufgenommen habe. Das ist unglaublich. Die Leute werden hier nicht vorankommen. Das wird einfach nicht funktionieren. Eden hat zum Glück vorhin da eine neue Reihe entdeckt. Vor der Rolltreppe. Ich glaube, das war den anderen Menschen, die hier stehen, noch nicht so bewusst. Die stehen nämlich immer noch an der gleichen Stelle gefühlt alle. Alter Falter. Ich glaube, wir hatten noch übertrieben Glück, weil die ganzen Leute haben immer von hinten ihre Tickets nach vorne gegeben. Weil die Leute, die ihre Tickets abgegeben haben zum Umbuchen, standen immer noch in der Reihe die ganze Zeit und haben blockiert. So, und dann haben die eben halt die Tickets durchgegeben und alle standen da gefühlt 2-3 Stunden. Dann hat Eden, wir waren schon eigentlich ganz vorne, haben wir einem Mädchen auch unser Ticket gegeben, dass sie das direkt mit einreicht. Nach 2 Minuten, ne? Ja, nach 2 Minuten fiel direkt der Name und jetzt zum Glück, auch so wie geplant, fliegen wir dann morgen Abend, weil es gab auch Leute, die haben erst einen Flug in 2-3 Tagen bekommen, wahrscheinlich weil es halt einfach keinen geplanten Flug sonst gäbe, halt an andere Orte. Deswegen haben wir echt noch Glück gehabt. Wir haben jetzt ein Hotel, da werden wir jetzt auch hingefahren. Da dürfen wir übernachten, werden dann auch wieder morgen abgeholt zum Flug, soweit ich weiß. Also das wird auf jeden Fall so sein. Und können dann morgen Abend hoffentlich fliegen. Katastrophe, Leute. Das Gepäck lassen wir auch hier. Leute, wir sind einfach eigentlich im Summermood unterwegs. Unser ganzer Koffer ist nur mit Sommersachen. Das Ding ist, unser Koffer bleibt hier. Also der wird dann einfach morgen Abend in den neuen Flieger eingeladen. Hoffentlich. So haben sie es uns zumindest gesagt. Wir sind jetzt einfach so, mit dem, wie wir jetzt sind, gehen wir ins Hotel, verbringen einen ganzen Tag in Istanbul und fliegen dann morgen Abend hoffentlich wieder zurück. Und Leute, es ist wirklich Ausnahmezustand. Ausnahmezustand. Und ja, Freunde, das Video sollte eigentlich nicht so starten, wie sollte es jetzt ist. Es sollte viel schöner starten, aber Leute, wir müssen sagen, bei dem, was heute alles passiert ist, sind wir echt immer noch richtig positiv. Ja. Wir wollten sowieso unbedingt nach Istanbul eigentlich noch. Also hatten richtig Lust drauf, deswegen versuchen wir dann den Tag morgen noch zu genießen. Hoffentlich bei dem Wetter, wenn es geht. Versuchen halt noch das Beste draus zu machen und sind dann hoffentlich morgen Abend dann auf dem Weg nach Dubai. Wir sitzen jetzt im Bus
und fahren jetzt zum Hotel. Leute, hier ist nur so unglaublich. Das Wetter katastrophal. Ich hatte noch nie so eine schlechte Anreise, Freunde. Noch nie. Das ist wirklich Horror. Ich meine noch nie so eine Reise. So eine Horrorreise. Aber trotzdem positiv also, bleiben, Freunde. Leute, man muss dazu sagen, der kam von der Nachtschicht, hat 2 Stunden geschlafen. Wir sind morgens um 10.40 Uhr losgefahren zum Flughafen. Unser Flug war um 13.40 Uhr geplant. Wir wurden um 16 Uhr erst in den Flieger gelassen, aufgrund der Wetterlage in Istanbul. Wurden dann aber erst 2,5 Stunden später losgefahren, weil es dann noch einen technischen Defekt gab und bla bla bla. Alles Quatsch. Und jetzt, Leute, die Schlange, die wird immer länger und länger. Ich weiß nicht, wie wir es geschafft haben, an unser neues Ticket zu kommen, an ein Hotel zu kommen. Wir haben einfach nichts, Leute. Wir sind einfach so jetzt, wie wir reisen. Und Adams Rucksack mit Laptop und was next. Wir haben einfach nichts, keine Klamotten. Wir werden morgen wieder vom Hotel abgeholt und fliegen dann abends. Wir sehen uns im Hotel, Freunde. Ich sehe das erste Mal in der Türkei Schnee. Das erste Mal so ein Anblick. Das ist doch mal easy, Leute. Ich weiß nicht, ob man das erkennt, aber das ist richtig steil. Easy. Da ist unser Hotel. Stark auf jeden Fall. Wir sind auf jeden Fall. Oh, Digga, what the fuck is going on here? Wir wollten eigentlich in die Sonne. So eine Action haben wir echt selten erlebt. Wurde uns aber ein schönes Hotel organisiert, muss ich sagen. I like it. Tick, tick. Jetzt bin ich mal gespannt. Hey, wir schlafen im getrennten Bett. Na Gott sei Dank. Oh, es ist ganz schön warm und gemütlich hier. Schön. Aussicht. Okay, es ist ein bisschen weiß in Istanbul, wie man sehen kann. Ja, schönes Abenteuer auf jeden Fall, Leute. Guten Morgen, Freunde. Wir sind jetzt aufgewacht. Es ist hier 8.15 Uhr oder so. Wir haben knapp wie viele Stunden geschlafen? 4 Stunden. Und in Istanbul sieht es jetzt so aus. Immer noch gleich. Hat sich nichts getan. Und jetzt gehen wir erstmal frühstücken. Und dann schauen wir, ob wir eventuell es schaffen, in die Stadt noch zu fahren und dann wieder zurück. Und die Stadt ist 40 Kilometer hier von hier entfernt und wir wissen nicht, ob sich das lohnt oder ob wir das schaffen. Deswegen schauen wir. Wir fragen erstmal nach. Weil Uber fährt von hier, glaube ich, nicht. Also laut Uber-App. Da steht irgendwie, dass von unserem Standort hier kein Uber fährt. Traurig, aber mal schauen. Vielleicht müssen wir einen normalen Taxi organisieren. Wir melden uns auf jeden Fall. Wir gehen jetzt frühstücken. Wir haben uns schönen Frühstücksteller gemacht mit einer mega Aussicht. Aussicht mit Schnee in Istanbul. Ein leckeres Frühstück in Istanbul. Stark. Wo hast du die Schokodings? War das da am Laden? Ja. Kannst ja von mir was nehmen, ist eh viel. Jetzt sind wir hier schön Mittagessen. Gibt es nur Pilau. So Gemüse irgendwas, und irgendwas mit Fleisch und Kartoffel, genau, wollten wir aber nicht. Und Joghurt halt und Schimpansensuppe. Linsensuppe. Ja, das essen wir jetzt. Und die haben die ganze Zeit geschlafen, wir erzählen euch ja auch gleich noch. Ja. Der Schnee ist ein bisschen, ja, geschmolzen auf jeden Fall, aber hat auch in einem Schneemann gebaut. Ich bin voll müde. Obwohl ich geschlafen habe. So, Leute. Wir warten jetzt auf unser Taxi. Wir hatten euch ja gestern gesagt, wir machen uns einen schönen Tag in Istanbul. Nee, das war wohl nichts. Das war auch nichts. Das Wetter hat uns erstens einen Strich durch die Rechnung gemacht. Plus, wir wussten ja nicht, dass wir um 16 Uhr schon wieder aus dem Hotel abgeholt werden. Wir sind schon extra früh aufgewacht. Oder meinte der Typ, also hier im Hotel, der meinte, da wo ihr hin wollt. Also nach Taxi direkt nach Istanbul. Das ist knapp 40 Kilometer gewesen. 40 Kilometer und eine Stunde Fahrt. Und in Istanbul, ne, Freunde? Also derjenige, der... Würde es bei normalem Wetter dauern. Ja, bei dem Wetter... Und diejenigen, die schon in Istanbul waren, die kennen die Straßen, den Verkehr, genau. Und das ist nicht schön, Freunde. Genau. Und wir wollten es halt nicht riskieren, dass wir hinkommen und eventuell ein paar Stunden später nicht mehr zurückkommen, weil die Straßen gesperrt und die Taxis nicht fahren. Wer unsere Istanbul-Videos gesehen hat, wir haben ja sogar bei Regen richtig schwer Taxi gemacht. Und deswegen haben wir es überhaupt nicht riskiert. Dafür haben wir uns schön ausgeruht, sind dafür fit, wenn wir dann in Dubai ankommen. Haben gefrühstückt, haben hier Mittag gegessen. Ist echt sehr gut organisiert, muss ich sagen. Also bis auf diese gestern, auf diese Warteschlange fürs Hotel, ist alles, finde ich, top. Ne? Safe, die kümmern sich einfach um alles. Nichtsdestotrotz sind wir trotzdem positiv unterwegs. Natürlich, wir sind deswegen immer positiv. Deswegen gehen wir auch jetzt Chico da drüben holen, Freunde. Das ist, glaube ich, ungefähr 5 Kilometer von hier entfernt. Ja. Wir haben jetzt ein Taxi bestellt und damit fahren wir dann kurz hin, holen das Ding.
Dann kommen wir direkt wieder zurück, Freunde. Wir essen das auch nicht hier, sondern zum wir Mitnehmen. Wir nehmen das als Snack mit. Ich bin voll müde, Freunde. Ja, wir haben übrigens die ganze Zeit geschlafen. Ja. Also wirklich die ganze Zeit. Nichts anderes. Wir haben sogar überlegt, ob wir hier in der Nähe wenigstens irgendwo, wir sind hier ganz an irgendeinem Ende von Istanbul, ne? Wie heißt das? Schicke Padem oder so. Ja, also irgendwo in Gebze oder Tuzla oder keine Ahnung, noch nie gehört. Ja, wir wollten erstmal woanders hin, vielleicht in so ein Einkaufszentrum, aber dann dachten wir so ganz ehrlich, lieber nicht. Taxi wäre geil gewesen, aber das ist viel zu riskant, deswegen haben wir einfach geschlafen. Wir haben jetzt einen Tag in Dubai verloren, das ist echt traurig, aber... Ja, aber... Wir haben jetzt vier volle Tage, mal gucken. Ja, wir hatten 5 Tage, waren eigentlich sowieso viel. Also wir hatten eigentlich nur 4 Tage geplant, dann haben wir doch 5 Tage draus gemacht. Egal, Kismet, Delmisch. Wir werden aber versuchen, dafür noch eine Entschädigung zu bekommen für diese ganzen Verspätungen, weil trotzdem muss das irgendwie entschädigt werden, dass wir einen Tag halt verloren haben. Ja, mal schauen. Naja, Freunde, genau. Wir sehen uns gleich. Jetzt gibt es erstmal ein Ticket da drüben. Türkei ohne Ticket, da drum geht nicht, Freunde. Das sein muss. Wir sind jetzt im Transferbus. Wir fahren jetzt wieder zum Flughafen. Wir haben gerade nochmal witzige Schneevideos gedreht. Ja, können wir euch ja vielleicht einblenden, Freunde. Oder kommt bei Instagram rein. Oder so, genau. Herr Lapp zum Flughafen. Ich feiere diese Busse, Freunde. Und nochmal. Die sind ja noch ganz vorne. Ja. Die coolen sitzen ganz vorne, Freunde. Nicht vergessen, nicht ganz hinten. Nicht ganz hinten. Ganz vorne, Freunde. Aber es ist schon alles weggeschmolzen. Ja, ja. Die Straßen sind zum Glück wieder sauber. Dezent, der von rechts überholen. Das ist hier ganz normal, Freunde. Wir sind jetzt angekommen und wie immer müssen wir warten. So Leute, wir essen jetzt unsere Chicotta Drums. Ehrlich? Geil. Heute trinken wir bei McCafe auf ganz entspannt McCafe. Das ist typisch Türkei, Freunde. Steckdosenleiste einfach unterm Tisch so festgebaut. Ich liebe es. Ohne Spaß, ich liebe es. Andere Feeling. Ja. Wir haben noch genug Zeit. Runde. Leute, ich bin noch richtig müde, ne? Obwohl ich so viel geschlafen habe. Wir haben ja nach dem Frühstück auch noch mal richtig gepennt. Aber da haben wir erst richtig gepennt. Ja, ja. Da haben wir gefühlt noch mal so gepennt in der Nacht. Ich bin jetzt immer noch richtig todmüde. So sehe ich auch aus. Ich nicht. Ich empfehle dir einfach mal einen Schluck. Nee, ich trinke lieber Milch. Ja, dann gehst du jetzt schlafen. Ja, ja. So Leute, wie schon gesagt, wir sitzen gerade bei Mecca, trinken unseren Mecca-Kaffee. Zwei See, ich habe Milch getrunken, es war ein bisschen Milch über und ja. Wir beenden das Video jetzt hiermit. Wir beenden das Video, wir wollten es nicht mit dem Dubai-Video vermischen. Genau. Wir haben jetzt auch ein paar Aufnahmen gemacht. Ja, das war auf jeden Fall nicht so geplant, dass wir halt so das Video quasi starten, beziehungsweise unser Dubai-Trip. Aber ging nicht anders, das war wirklich die schlimmste Anreise, die es überhaupt geben konnte. Naja. Das hätte auch schlimmer sein können. Ja, das sowieso. Also wir sind trotzdem sehr, sehr positiv. Ja. Also immer optimistisch bleiben, Freunde, immer. Es hätte viel schlimmer sein können. Die Flüge hätten komplett abgesagt werden können. Es hätte irgendein Unfall passiert sein können. Ja, Hauptsache, wir sind gesund, da kommen wir halt einen Tag später an. Ist doch scheißegal. So sieht's aus. Wie gesagt, Leute, wir haben 4 Tage jetzt in Dubai. Und die werden wir voll ausnutzen. Natürlich. Ja. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. War ein bisschen turbulent. Ein bisschen turbulent, genau. Und nur negativ. Ja, oder auch halt so ein bisschen unstrukturiert, würde ich sagen. Ja. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Deswegen gebt jetzt ein kostenloses Abo, damit ihr die Dubai-Vlogs nicht verpasst. Und ein Like. Genau, auf jeden Fall ein Like, damit wir schön positiv bleiben. Und schreibt gerne positive Kommentare, damit wir weiterhin positiv bleiben, Freunde. Hashtag Team Positivity. Genau. Positivity. Auf jeden Fall, Freunde. Danke fürs Zuschauen, Freunde. Wir sehen uns dann in Dubai. Genau, bis dann. Bis dann. Du.